Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Voice82 und es gibt das Update-Video für August 2015 und ich muss sagen, im August ist es wirklich, wirklich wenig gewesen, was ich bekommen habe. Ich bin entsetzt. Aber ist auch immer gut so, ne? Ein bisschen sparen, denn der September steht jetzt hier vor unserer Tür. Und ihr wisst, dass da sehr viel rauskommen wird. Aber wir fangen einfach mal an mit dem Update-Video. Und am 1. August bekam ich von meinem lieben Freund, dem Andi vom Megastore-Palast, nämlich die Hardboxen von The Texas Chainsaw Massacre. Birnenblatt hat es hier produziert. Schaut richtig cool aus. Hier einmal Cover C und einmal Cover D mit Leatherface drauf. Sind leicht geprägt wie der Texas Chainsaw Massacre, richtig coole Teile, sind auf 111 Stück limitiert und ich habe die Nummer 2 bei hier bei. Vielen Dank, lieber Andi, dafür, dass du mir die organisieren konntest. Ja, dann bekam ich nochmal, Terminator 3 Rise of the Machines, das Zavi Steelbook. Ja, ich könnte mich ein bisschen ärgern, dass ich mir das gekauft habe. Denn es kommt ja bald das richtig geile Filmarena Full Slip Steelbook raus. Mit deutschem Ton, denn das hier leider keinen deutschen Ton. Hier gibt es ein Bild dazu, wie die ausschauen wird. Richtig geiles Teil. Und ich bekomme die auch lieber von meinem lieben Andi wieder. Und ja, mal gucken, was ich mit ihm da machen werde. Vielleicht gibt es hier einen findigen Abnehmer für dieses Steelbook von euch. Schreibt mich einfach an. Ja, dann kam Ghost Rider. Auch von Zavi, auch ein richtig geiles Teil mit tiefen Prägungen, spitzenmäßig, richtig geiles Motiv finde ich. Hinten ist das Motorrad drauf, auch sehr geil. Aber auch davon gibt es eine richtig geile Edition bei Filmarena, die ihr auch hier an der Seite sehen werdet. Richtig geil, richtig geil. Auch die bekomme ich, freue mich auch schon sehr drauf. Und ja, mal gucken, ob ich die wieder wegtue. Ja, mal gucken. Dann haben wir hier einmal Charlie's Farm. Das bekam ich am 5. August. Ist auf 1666 Stück limitiert. Davon gibt es auch eine Review, wie ich den Film finde. Und es gibt auch noch ein Cover B, das ihr auch hier sehen werdet. Ja. Und auf jeden Fall ein schönes Mediabook. Mir gefällt es wesentlich besser als Cover B. Denn irgendwie hat es irgendwas. Ja. Dann geht es weiter mit Mediabooks. Da bekam ich auch The Punisher mit Dolph Lundgren von 1989, wenn mich alles täuscht. Ist ja eigentlich auch egal, denn ihr wisst, um was es geht. The Punisher mit Dolph Lundgren in einem sehr schönen Mediabook. Ich habe das andere auch schon vorgestellt, das alte, was abgrundtief hässlich war. Und davon gibt es zwei verschiedene Covervarianten, einmal hier oben und einmal hier unten. Auch sehr schönes Teil. Und mir dabei Cover B am besten gefallen. Und das Ding ist auf 333 Stück limitiert. Und noch ein Mediabook. Manchmal kommen sie wieder. Von Stephen King. Auch ein richtig schickes Mediabook. Film finde ich auch sehr gut. Ist Cover A. Ist auf 333 Stück limitiert. Und hier an der Seite Cover B und Cover C. Auf jeden Fall mir das auf jeden Fall am besten. Eben wegen der Düsternis. Ich weiß, die anderen haben Flammen. Aber ich muss gestehen, mir gefällt das hier wesentlich besser. Dann bekam ich am 13. August Fast and the Furious 7. Hä? Voice? Amway? Fast and the Furious 7? Da gibt es doch zwei Steelbooks davon. Ich weiß. Aber, ganz ehrlich, ich habe ja das Mediamarkt Exklusiv Steelbook vom 7. Teil, diese Leerbox gehabt. Und da ja auch Filmarena diese beiden Steelbooks auch nochmal rausbringen wird, habe ich es mal sein gelassen, denn die bekomme ich ja eben auch vom Megastore Palast, weil ich es unbedingt haben will noch. Und deswegen habe ich die einfach mal links liegen lassen. Film finde ich sehr gut. Ja, halt Fast and Furious, ist klar. Ja. Und hier in den Seiten findet ihr dann die Editions von Filmarena. Dann kam ein weiteres Päckchen vom Megastore Palast und zwar The Terminator im Filmarena Full Slip Steelbook. Richtig geiles Teil, kann ich nur sagen. Da gab es extreme Lieferschwierigkeiten beim lieben Megastore Palast.
Das finde ich sehr schade, aber jetzt haben sie auch alle ihre Full Slip bekommen. Ja, ihren vollen Slip. Ja. Auf jeden Fall absolut cooles Teil. Wirklich Hammer und ich freue mich auf Teil 2, wenn der kommt. Und ich hoffe auch noch auf Teil 4, dass die alle in einer wunderschönen Reihe sind, denn dann wäre alles perfekt. Ja, dann bekomme ich von Zavi noch einmal Gangs of New York. Das Steelbook habe ich ja schon vor meinem Urlaub bestellt gehabt, aber es wurde wieder zurückgeschickt, weil der Streik war und wir nicht daheim waren. Und jetzt habe ich es einfach nochmal besorgt. Ein richtig schönes Teil, sehr glänzendes Steelbook, ist leider nicht geprägt, aber nichts trotzdem. Absolut geiles Steelbook, richtig klasse. Hinten drauf die Flagge von Amerika, leicht zerfleddert und mit Blutspritzen drauf. Also ein sehr schönes Steelbook. Film natürlich auch absolut klasse. Dann bekam ich von meinem guten Freund, dem Death Valley oder auch Kemal genannt, das wunderschöne Elektra Steelbook geschenkt von Zavi, weil ich ihm das Overview-Video ihm gedreht habe. Aber das ist wirklich keine Pflicht, mir was zu schenken. Das habe ich gern gemacht, lieber Kemal. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich wie die Sau auf dieses Steelbook gefreut. Ich hätte natürlich gerne das Full Slip von Filmarena gehabt. Aber auch das hier finde ich absolut genial. Allein schon das Motiv, ja. Über den Film lässt sich natürlich streiten. Aber hier ging es mir wirklich einzig und allein um das Steelbook. Denn ich fand es einfach nur geil. Ja, dann bekam ich... Nein, oh Gott, jetzt wäre er fast runtergefallen. Aber noch Schwein gehabt. Dann bekam ich Scorpions Forever and a Day. Diese Dokumentation über die Scorpions. Ging 100 Minuten. Highlight nur Amore, aber ist nicht so dramatisch. Habe ich eigentlich gehofft, dass wir da mit im Konzert zu sehen sind. Aber es war leider nicht der Fall. Sehr, sehr schade. Aber trotzdem sehr coole Dokumentation. Also all die gerne Scorpions mögen, unbedingt mal reingucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Sehr schöne Dokumentation. Klasse. Und dann bekam ich vom Megastore-Palast, vom Andi, ein Überraschungspaket geschenkt oder geschickt. Ja. Und da war nämlich hier Godzilla drin von Best Buy im Future Pack. Und er hat mich mal gefragt, ob ich das noch gerne haben möchte. So, natürlich, das ist cool, aber es war mir, habe ich eigentlich nicht hergekriegt. Und dann hat er mir gesagt, er schenkt mir das einfach mal. Und ein absolut geiles Teil kann ich wirklich nur empfehlen. Hier vorne der komplette Rücken von Godzilla ist geprägt. Auch hier die Häuser sind geprägt. Und natürlich auch der Rücken, der Schwanz, die Schwanz auch noch. Also absolut geil. Aber das Coole daran ist noch eines anderes. Und zwar hier oben ist ein Knöpfchen. Da kann man drauf drücken. Und dann erscheint das da. Absolut cool. Das ganze Future Pack vibriert. Also leicht. Halt, ne? Ist jetzt kein Vibrationsalarm oder kein Vibrator, sondern ganz normales, leichtes Vibrieren. Ich mach's nochmal. Einfach zu geil. Und nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Andi, für dieses tolle Geschenk. Ich habe mich wirklich dermaßen darüber gefreut, dass du mir das gegeben hast. Denn das hat mir einfach in meiner Sammlung fehlt. Und nochmal vielen herzlichen Dank. Ja, und nochmal vom Megastore-Palast bekam ich nochmal hier Flash Gordon im Mondo-Steelbook. Ich bin eigentlich kein so großer Freund von Mondo-Steelbooks, aber das Teil fand ich richtig geil und das musste ich einfach noch kaufen mit, weil mein Kumpel es auch haben wollte und dann dachte ich mir, ach komm, das bestelle ich mir mit, was einfach nur geil ausschaut und wirklich war. Film ist auch, ja, ist halt der Klassiker, finde ich jetzt, muss man eine Sammlung haben und auf jeden Fall sehr schönes Teil, leider keinen deutschen Ton, aber da kann man von die deutsche Blu-ray rein. Ja, und jetzt sind wir schon am letzten, am 26. August bekam ich noch Maggie mit Arnold Schwarzenegger. Ja, das Steelbook ist, ja, es gibt schönere, ich weiß, das Biohazard-Zeichen ist leicht verwaschen, aber ich finde es trotzdem ganz gut gelungen, eben, was immer das Steelbook ist, für mich jetzt. Und ja, der Film, da gibt es ja schon viele Diskussionen, ihr kennt ja meine Review dazu schon. Und auf jeden Fall, ja, er ist in meiner Sammlung, so gehört er auch hin, denn ich bin Schwarzenegger-Fan und für jeden Schwarzenegger-Fan muss er auch in die Sammlung rein, das ist völlig klar. Ja, und das war auch schon das letzte Steelbook. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Hä? Wahnsinn. Dieses kleine Häufchen an Steelbooks ist es.
Mehr ist es im August nicht. Bin entsetzt, ne? Aber glaubt mir, der September, der wird heftig. Oh ja, da habe ich ein bisschen Angst davor. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Update-Video gefallen. Und jetzt gehen wir kuscheln mit meinen. So. Ja. Und ihr könnt mich in der Zwischenzeit hier unten abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Euer Fäusen80. Tschüss.